Das macht aber nicht mit. Ich wundere gerade die Grafik, dass die eigentlich sehr gesetzt ist. So, probieren wir es nochmal. Serverbrowser. Gut. Ja, ja, ach Gott, ich bin jetzt auf, hin und her zu springen. Okay, es wird immer mit Bots aufgefüllt, auch so interessant. So, wir nehmen jetzt mal einen relativ leeren Server einfach zum Probieren. Hi, Kums. Und werden uns jetzt mal Rising Storm anschauen. Das ist gestern erschienen. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen Überblick verschaffen, wie sich das denn so spielt. Danke auch an Planet Key, die haben uns das Spiel zur Verfügung gestellt, damit wir das heute testen können. So, oh, da kann ich jetzt wieder meine Japaner nehmen. Und zwar Machine Gunner, nein, Assault. Assault war es, glaube ich, oder? Ah, oh, Machine Gunner. Nehmen wir Rifle. Mal zum Testen. So. Okay, Sound verzerrt bei mir trotzdem. Super. Na ja, gut. Hi, Nuka. Das ist sicherlich nicht gut im Zweifel. Ich bin bekanntlich jetzt nicht der stärkste Shooter-Spieler. Aber was mich unabhängig davon ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass der Sound ein bisschen verzerrt. Dass die Grafik mir etwas verschwommen vorkommt, ja. Ich werde sicher mal bei so einem Rennen mitfahren. Oh. Oh, wie lange brauche ich, bis der tot ist, ja? Habe ich ihn gekillt? Nein, ich glaube nicht, ja? Kill Player from Obison, plus 3 Team. Habe ich jetzt ihn gekillt oder nicht? Schau mal. Kills, Team, Overall. Ah, Kill ist 1, das heißt, es ist gut, ja? Okay, Autoslag, das ist wie im. Alter, hallo! Ich kann nichts auswählen. Jetzt geht's. So, wir nehmen da Spawn 1 einfach mal. Ein bisschen stört ist diese sehr verzerrte Grafik, ja? Und natürlich, dass ich mich nicht bewegen kann. Bin ich jetzt tot oder was? Und das ist ja überhaupt awesome. Das heißt, wenn man tot ist, ist man tot. Das macht natürlich viel Spaß, jetzt in einer halben Stunde zuzuschauen. Ah, jetzt, nein, man hat eine extrem lange Respawn-Zeit. So, der Rifleman ist mal relativ schwach, kommt man vor, da muss man halt einfach sehr, sehr genau treffen. Mit einer Empfehlung von Planet Key oder mit irgendeinem Händler, ja? Ihr müsst schon aufpassen, Planet Key vergleichen, also wie Geiz heißt, da kann man auch Glück haben und Pech haben mit dem, was man findet. Ihr müsst immer darauf achten, wen ihr da sozusagen. Aha, da ist schon wieder seiner. Habe ich den jetzt gekillt? Muss ich ja wieder schauen. Ja, ah, ich bin awesome. Alphaman ist ja so stark. Ich nicht treffen, leider. Oh, da sind wir in der Augen.
Irgendwas, glaube ich, schießt gerade auf mich. Okay, und was ist jetzt? Cool, was hat mir jetzt gekillt? Ah, ein. Ach, puh, okay. Das ist also, wenn es ein Kommandantenanschlag ist, alles klar. Ja, das ist schon Play, aber trotzdem kann es natürlich Unterschiede geben. Es gibt ja auch immer eine empfohlene Seite, ja? Also von daher sehe ich das sehr, sehr gechillt. Abgesehen davon bin ich fest davon überzeugt, dass du den Key kriegst. Ich würde auch mal einfach einen Support anschreiben, da auch bei Blended Key. Die werden sich sicherlich da auch darum kümmern, dass das möglichst rasch geht. So, jetzt aber back to Rising Storm. Ich laufe dem Typ jetzt einmal mal hinterher und unterstelle ihm, er hat wahnsinns Ahnung, was er da macht. Ich bin ja so gut, ich habe schon 2 Kills, ich bin so krass. Allerdings auch bei 2 Toten. So, da drüben haben wir schlechte Erfahrung gemacht, haben wir gesagt. Au. Leg dich halt hin. Oh, der fuck hier. Okay, der Start. Ah, okay. Also es ist sehr Hide-and-Seek-lastig, weniger Action-lastig. Da ist natürlich... Ach, ich hasse das, wenn das so verschwommen ist. Da ist zum Beispiel Battlefield, war das Action-lastiger und muss da einfach mehr aufpassen. Und es ist, was mir ein bisschen stört, ist ein bisschen grau in grau. Also man sieht so keine schönen Farbdifferenzen. Ja, ich weiß, dass der Sound hin und wieder leckt bei mir auch. Das ist immer, wenn ich zoome anscheinend, ja. Ah, ich glaube, ich habe ihn nicht. Alter, was schießt mich ab? Ja, oh, toll. View 11 Meter Range. Ich würde das jetzt echt. Ja! Und das heißt jetzt was? Der ist unsichtbar? Awesome. Awesome, unsichtbar ist awesome. So, wenn es euch für Rising Storm interessiert, das gibt es bei Planet Key. Flo, kannst du vielleicht mal Rising Storm den Link raussuchen bei Planet Key? Gibt es nämlich schon ab 15 Euro. Schon wieder. Ja, schießt wer von links und du hast keine Ahnung woher. Das ist das, was ich am wenigsten mag. Die gehört ja nicht zu mir? Nein, anscheinend nicht. Das ist das, was ich am wenigsten mag bei Shootern, wenn man so schwer erkennt, wo Gegner sind. Dadurch, da alles so grau in grau ist, ist es meiner Meinung nach furchtbar schwierig zu erkennen. Ja, und da steht der Typ in Gelb rum und ballert alles ab, was rumsteht. Ja, erstmal finden jetzt. Ich gehe mal links rum. Ah, sehr gut. Danke, Flo. Das ist so lieb von dir.
Auf jeden Fall ist es aber ein Shooter, wo man zielen muss. Das ist sehr angenehm, das mag ich wiederum. Ich bin nämlich kein Fan davon, von diesen Shootern, wo man nicht zielt, wo man einfach drauf losläuft. So, der Typ hat mich jetzt dreimal gekillt, ja. Der gehört zu uns, oder? Das verstehe ich nicht. Junichi, jetzt schau ich nochmal. Der gehört zu uns. Wieso tötet er uns? Das verstehe ich überhaupt nicht. Der hat mich jetzt zweimal umgehauen, glaube ich zumindest. So, da ist auch schon, dass mich schon David gekillt hat. So, da steht auch keiner. Was auch nicht klar rauskommt, wer wann gewinnt. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Schieß dich tot. Oh. Da ist er ja schnell gestorben. Ah, da, schau das an. Ha, ah, dich habe ich erwischt, du Sau. Nein, der hat mich verbrannt, die Sau. Ah, da kann man sich. Ah, okay, okay. Das heißt, man kann sich da anscheinend hin und her wälzen, wenn man verbrannt wurde. Aber es ist für mich jetzt noch nicht so klar, was man da machen soll. Ja. Es stehen sogar da die Fronten und man schießt sich gegenseitig ab. Aber ich glaube, es geht darum, da diese Punkte zu defenden. Alles klar. Ja. So, herzlich willkommen alle, die gerade zuschauen. Ja, ich brenne. Danke, danke vielmals. Ja, ich brenne. Also sehr lieb, dass ihr mir das gesagt habt. Wäre ich jetzt unmöglich auch selber drauf gekommen. Okay, also es geht darum, einen Punkt zu defenden über einen gewissen Zeitraum hinaus. Okay, so weit sind wir jetzt mal Aschur. So, man sieht, man kann auch relativ leicht killen, selbst ich, Noob, hab schon 4 Kills. So, da rennen ganz, ganz viele von den Typen rum. Bitte nicht, dass ich da nicht einen treffe davon. Steck mal den Hund raus da. Okay, das kann man nicht machen, wenn man Entdeckung ist. Auch sehr spannend. Oh, irgendwas steht für mich. Irgendwas steht. Alt, alt, alt. Und da. Und wieder, sehr schön. Also man kann sich auch bandagieren, so wie es auch klar. Ich muss da zurück, ja, sonst bin ich jetzt gleich tot. Rauf die Leiter. Ah. Oh Gott, da kommt er jetzt alle. Ich hab keine Munition mehr. Ach, ich bin immer so fokussiert, ich weiß, es tut mir leid. Gerade in Shooter-Games bin ich da ganz, ganz schlimm. Komm, Munition da rein. Okay, also.